Alles klar. So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen. Zu einer zweiten Ausgabe im letzten Format kam ja das mit den japanischen Süßigkeiten ziemlich gut an und dementsprechend habe ich mir jetzt mal wirklich weirde Sachen bestellt. Für die Leute, die mir im Stream verfolgen, wir haben ja gestern schon ein bisschen angeteasert und die mir im Discord folgen, die haben ja Screens sowieso ohne Ende bekommen und die Leute im Stream wurden ja auch zugemüllt, was das angeht. Dementsprechend habe ich mir gedacht, dicker alter Mann und komische Frau essen irgendwelche japanischen Diabetes-Sachen. Hier nebendran die Jessica. Hi. Die hat mal Lust gehabt mitzumachen. Und es wird ein Geschmackserlebnis. Ein paar Sachen konnte ich gestern schon probieren, weil die einfach doppelt waren. Und bei manchen Sachen habe ich mir gedacht, okay, waren jetzt nicht so sonderlich. Bei den anderen Sachen habe ich mir gedacht, nee, okay, auf jeden Fall. Jo, möchtest du irgendwas aussuchen oder wollen wir mit den Kleinigkeiten beginnen? Ne? Also wir haben hier, das da kommt aus, boah, muss ich nochmal ganz da kurz. Da wir nur erahnen können, anhand des Bildes, was das alles sein könnte, würde ich sagen, wir probieren einfach mal durch. Wir müssen das natürlich auch richtig machen. Wo habe ich jetzt die Schere? Richtig, im Sinne von? Ja, wir brauchen die spezielle Maske, die mitgeliefert wurde. Oh, eine Maske. Wir gucken erstmal, woher das kam. Also, das Zeug kommt von Akiba King aus 181 Ishiba, Funabashi Shiba. Für die Leute, die es verstehen, könnt ihr gerne vorbeigehen. Ich werde das wahrscheinlich nicht schaffen. So, er hat natürlich auch hier diese typische Akiba, das ist typisch Japan, ne? Das muss alles ein Maskottchen sein. Das ist der Akiba King, der hier. Wir müssen natürlich die Welt retten, indem wir seine Sachen essen. Das ist natürlich vollkommen logisch. Das ist ein Muss. Dementsprechend, jo. Was steht denn hier hinten auf der... Thank you. Ich versuche das mal mit dem japanischen Akzent. Thank you. Thank you for your purchase. You can cover this card into a mask by cutting out the nose. Ich kann da nicht ernst bleiben. Ja. Transform into Akiba King and post a picture of Instagram. Winners will receive Akiba King Box. Ja, ich glaube nicht, dass wir die kriegen werden, weil ich glaube nicht, dass der Lust hat, irgendwie eine Akiba King Box nach Deutschland zu schicken. Auf jeden Fall müssen wir hier die Nase ausschneiden und dann können wir uns in Akiba King verwandeln. Natürlich sehen wir da nichts. Ich weiß nicht, ob das mit meiner Brille so geht, aber... Go save the world. Steht hier drauf, die Akiba-Maske ist drin. Und so soll man das probieren, oder was? Man soll halt irgendwie so ein Bild posten und... Ach, dann mit der Brille aber gar nicht so schlecht, ne? Dann hält ja, das stimmt. Das wäre so eine Sache. Muss dann den Seiten ein bisschen umknicken? Ja, Akiba King. Gonna save the world. Horoshi Futon Karton. Ja. Gut, ich hoffe, dass wir nicht den asiatischen Minister für Gesundheitswesen hier brauchen nach dem Essen. Zwar den Dr. Hai Lung. Ich hoffe es auch nicht. Sonst geht es nämlich durch den japanischen Verkehrsminister ohne Umleitung direkt ins Krankenhaus. Magen auspumpen. Ich würde sagen, das heben wir uns zu spät auf, weil wenn Süßigkeiten so aussehen, dann weißt du einfach, dass du richtig bist oder dass du falsch bist, je nachdem. Für Walter White Cosplays kann man das gerne benutzen. Könnten Kaugummi sein, ne? Man weiß es echt nicht. Wollen wir mit den kleinen Sachen oder mit den großen? Wir gucken erstmal uns an, was es so ist. Ich hätte jetzt einfach gesagt, blind reingreifen. Okay. Ja. Alles klar, dann fängt die komische Frau mal an und der dicke Mann guckt zu. Ich will mal. Hoffentlich. Oh je. Ach, guck mal, es ist was Kleines geworden. Ich glaube, davon gibt es zwei. Ja, habe ich hier nicht eben auch schon eins gesehen? Die fühlen sich irgendwie... Tada. Ja, das eine ist mit Erdbeeren, das andere ist mit Dingsbums. Ja, ich zeig's mal hier rein. Einmal Erdbeer. Yeah. Erdbeer und das ist... Und einmal was auch immer. Ja. Scheint mir recht neutral zu sein. Soll die Erdbeere nehmen oder möchtest du das Unbekannte? Ich nehme mal die Erdbeere, die habe ich auf dem Alles Griffen. Klar. Also das scheint so eine Art Marshmallow zu sein. Absolut, fühlt sich auf jeden Fall so an. Das ist einfach nur weich. Fühlt sich aber lustig an. Meins riecht auch auf alle Fälle nach Erdbeeren. Meins riecht irgendwie nach Schokolade oder nach altem Arsch. Geil, da ist sogar so eine Füllung drin. Meins riecht entweder nach leichter Schokolade oder nach altem Arsch. Ja, Schokolade. Beziehungsweise, keine Angst, das ist wirklich Schokolade. Schmeckt aber irgendwie, die Schokolade ist so, ja, so eine Kakaocreme. Aber das finde ich schon mal geil. Also manche Sachen sind da echt gar nicht mal so verkehrt. Eigentlich. Beim letzten Mal, was ich mir bei
Sugarfari bestellt hatte, waren ziemlich viele deutschähnliche Süßigkeiten, nur mit einem Maskottchen drin. Dementsprechend war es eigentlich relativ meh. Ich glaube, die größeren Packungen oder die... Ich meine, wir können uns ja langsam vorarbeiten. Wir müssen ja nicht das nehmen, was wirklich nach altem Arsch sieht. Das ist schon mal gut. Weißt du, was mir gerade einfällt, was ich aber doof finde? Dass man da so gar nichts drauf lesen kann. Zum einen, weil ich gerne wissen würde, so was das alles beinhaltet. Und zum anderen, überleg mal, das hier schmeckt mir jetzt und genau das würde ich mir gerne nochmal bestellen. Wie gebe ich das denn jetzt im Internet ein? Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Das ist das Problem, weil, wie gesagt, das kommt direkt aus Japan, aus so einem Günstigladen. Und dementsprechend, Akiba King ist jetzt kein ist jetzt ein Lebensmittelhandel, der viele Sachen, Snacks verkauft, aber es sind halt eher günstige Sachen und glaube nicht, dass der irgendwie deutsche Übersetzung da reinsetzt. Schade. Allerdings, bei Sugarfari ist das so, dass du da eine Liste kriegst, was ist, mit Nummern dran, so dass du dann noch gezielt bestellen kannst. Aber die haben halt nicht so skurrile Sachen. Das ist das Problem. Das muss ich natürlich auch vermarkten. Ja, ja, klar. Aber das wäre zum Beispiel sowas, da würde ich mir mal ein Päckchen nur hiervon bestellen. Das war jetzt ganz lecker. Ja, das stimmt. So, ich greife einfach mal rein. Guck mal, was haben wir hier? Von denen gibt's auch zwei. Das erinnert mich an die Brause-UFOs, auch wenn es nicht so aussieht. Oh, die sind so grausam. Ekelhaft. Aber trotzdem hat mich jetzt auf Anhieb dran erinnert irgendwie. Ja, das stimmt. Die Brause-UFOs, die sind so ekelhaft. Brrr. Ich weiß nicht, du beißt da rein und dann kriegst du Gänsehaut. Da ist übrigens noch ein zweites von den grünen drin. Das andere ist ein Keks, den können wir ja in der Mitte. Ja. Machen wir erstmal den Keks. Das, glaube ich, sollte ein Herzchen sein. Ist natürlich gebrochen mit einer, hier so mit Zitronenzeug drin. Ich nehme an, das wird einfach so eine Art, kennst du diese günstigen Mischungen, die man so bei Großeltern immer so hat? Man besucht die Oma und die hat dann so eine Keksmischung für ein paar 70 Cent oder so da. Sicher? Ja. Ja, genau so. Ich nehme an, das wird irgend so ein... Ja. Ist ein Blätterteiggebäck. Mhm. Die Zitrone schmeckt man nicht wirklich raus. Nussig. Ja, das weißt ist ja. Weißt du, wie das schmeckt? Ich glaube, heißt das so, diese Schweinsohren? Das ist doch auch so, dieses. Stimmt, heißt ja, genau. Das so? Die Schweinsohren, die, ich glaube, die heißen nur wegen der Form so. Das ist aber auch so Blätterteig mit. Ja, ja, genau. Diese. Doch, ein bisschen kommt der Zitronengeschmack raus. Aber so schmecken die doch, oder? Ein bisschen. Die sind okay, die sind dezent. Ja, ein bisschen nach Zitrone. Das ist die Hülle außenrum. Die ist eigentlich ganz lecker. Und dann wollen wir mal diese. Brause. Ich hoffe, das ist keine Brause, weil das ist nicht so eklig. Naja, auf jeden Fall, die sehen aus wie so kleine Hütchen, die ich früher meine Lokomotive auf die Eisenbahn gestellt habe, weil ich irgendwie einen Verkehrsminister machen wollte. Ist auf jeden Fall nichts drin. Esspapier ist das außen. Also schmeckt wie Esspapier. Das ist einfach nur irgendwie so hart gewordener Zucker. Ja, ich wollte es gerade sagen. Also außen, das Grüne ist wie Esspapier und innen das ist einfach nur sausüß. Ja, einfach nur irgendwie so leichter Traubenzucker. Also das war voll die Zuckerbombe. Boah. Erstmal, Diabetes lässt grüßen. Deswegen bin ich ja halt da, damit du dir nicht hier alles alleine reinfahren musst. Ich hätte mir das aufgeteilt. Sonst kann der Gute nicht mehr allzu viele Videos davon machen. Ja, sonst kommt der Kai wieder. Der Sky hat ja letztens geschrieben, Mann, bist du fett geworden, hat er zu mir geschrieben. Dieser Lümmel. Hier scheinen auch mehrere kleine Sachen drin zu sein. Wir haben hier eine Schere, wenn man das so aufmachen will, dass wir es nicht alles verteilen. Schnippe die Schnapp. Das sieht irgendwie komisch aus. Ja. Ich glaube, das sind irgendwelche Früchte oder so, weil die Oma und der Opa da irgendwie auf dem Baum irgendwas sammeln. Die sammeln Herzchen auf dem Baum. Ich würde auch gerne mal so einen Herzchenbaum besuchen. Ich hoffe, das sind keine Kirschblüten. Die Schere war auch mal schärfer. Aber die ist auch schon uralt. Das riecht einfach nur nach Corona. Was? Das sind so Kekse. Ich nehme an, das ist irgendwie so ein Puffreisgebäck. Könnte auch irgendwas Chipsiges sein. Ja, so irgendwie sowas so knapper. Doch, das riecht mir irgendwie so wie frittiert. Boah, geil. Bisschen so Mais. Wie so Knusperpuffmais, nur nicht süß. Das ist eher herzhaft. So ein bisschen salzig. Das sind wirklich lustige Snacks. Also das sind Knabbereien-Snacks. Ich nehme an, dass da nicht so viel Zucker drin sein wird. Aber das ist geil. Kannst nicht lesen, aber schmeckt wirklich gut. Ja.
32 Kalorien, 3 Gramm Hongkong, 1,8 Gramm Feng Shui. Komm, wir lassen mal hier in der Mitte, was recht echt gut geschmeckt hat, damit wir uns das merken. Ich glaube nicht, dass wir uns das merken können. Da kannst du nicht gezielt bestellen, da gibt es nur diese Überraschungsboxen. Verdammt. Was ich persönlich eigentlich, weil ich das hier eigentlich geil finde, wenn du so Naschtüten hast oder Sachen, du packst sie aus und weißt echt nicht, was du kriegst, dann greifst du rein und bist echt überrascht. Fand ich ziemlich cool. Muss man bei Sugar Fari noch mal ein bisschen was bestellen. Die haben nämlich auch noch ganz geile Tüten. Sauermacht lustig Tüte, Happy Birthday Tüte, Deutsche Kindheit Tüte und so weiter und so fort. Werde ich auf jeden Fall noch mal persönlich anrufen. Das war echt lecker. Ich nehme an, das sind irgendwie das hier. Könnte auch sowas in die Richtung sein. Ich glaube, das sind einfach nur ganz normale leicht gesalzene Reiskräcker. Die sehen auch so aus wie als hätte man da künstlich mit Zucker, glaube ich, irgendwelche Brandspuren reingemacht. Oder ich weiß es nicht so ganz. Müssen wir mal gucken. Ist das hier auch sowas? Ich wette mit dir. Das ist was anderes. Von denen gibt es, glaube ich, auch zwei von den Keksen. Seht gerade, ja. Ja, da ist die Verpackung wahrscheinlich schwerer als der Reiskracker. Okay. Ja, ich habe so das Gefühl, unten gepustet. Und das Ding kann sich bewegen. Es wird, ja. Ja. Die finde ich aber geil. Die gibt es nämlich auch hier im Chinesenladen, weißt du? Ja, ich finde die Reiskracker. Aber doch, finde ich lecker. Ja, sowas mag ich. Echt, das schmeckt doch irgendwie nach gar nichts. Wenn das Salz nicht da wäre, würde es nach nichts schmecken. Also bei diesen Reiskrackern, ich persönlich sage immer, da kannst du auch Pappe fressen. Weißt du, mit was das noch geiler ist? Also ich mag die auch so, aber mit so einem Dip, so Philadelphia oder so. Damit kannst du das machen. Ich würde es eher wahrscheinlich ungesalzen mit Schokolade machen oder so. Aber das ist die feminine Seite. Die macht es eher mit Frischkäse. Und ich, keine Ahnung, ich würde es wahrscheinlich in Schinken, Speck oder Ja gut, ich bin halt so, eigentlich bin ich auch voll der Schokotyp. Das ist ja mein Hauptnahrungsmittel. Aber gerade diese Cracker, weil ich mir die selber hier immer hole, das geht schon ab. Ich habe hier diese zwei Kekse genommen, die sehen nicht lecker aus irgendwie. Ich weiß nicht, ich glaube, die könnten doch ganz, ganz lecker sein, je nachdem. Das sind die hier, zwei Stück. Ich nehme an, das wird irgendwie so eine Zitronenfüllung drin sein. Das erinnert mich so ein bisschen an helles, also die Außenschicht erinnert mich so ein bisschen an helles russisch Brot. Oh, das stinkt. Ich nehme an, das ist so eine Kaffeecreme, nehme ich an. Hoffen wir es. Das riecht wirklich nach altem Arsch, so als hätte sich das irgendwie so ein Dicker durch die Arschritze gezogen. Hallo. Sagen wir einfach, es riecht ein bisschen wie so ein Hundeleckerli. Jetzt geht's mittlerweile, aber Gott, ich traue mich fast gar nicht reinzubeißen. Bäh. Also so wie es gerochen hat, schmeckt auch. Das ist irgendwie eine Kombi aus Salz und Süß. Salzig und süß. Oh. Boah. Nee, das mag ich auch gar nicht. Du auch nicht. Wie geht? Also. Das mag ich gar nicht komplett aufessen. Es schmeckt einfach nur ekelhaft. Komische Kombi. Ja, das in der Mitte, das sollte, glaube ich, so eine Kaffeecreme sein. Und außenrum hast du dann dieses salzig frittierte gehabt. Nee, das geht nicht. Lass mal den Melama. Dann wollen wir hier nicht so viel Sachen da drin haben. Vielleicht rettet es dieser Keks. Auf jeden Fall, beim letzten Mal war ja viele gedeutschte Süßigkeiten, irgendwelche Traubenzucker, gepresste Cola-Traubenzucker-Dinger mit einem Pokémon drauf. Und hier hat man wirklich eine. Hier ist es wirklich ein Geschmackserlebnis. Der Keks sieht einfach nur falsch aus, wenn es überhaupt ein Keks ist. Ich nehme an, das wird irgendwie so ein Mais- oder so ein Reissnack ja, sein. Ich denke auch, dass das so in die Richtung geht. Riecht wie so ein bisschen wie diese Krabbenchips. Ja, nee, das kannst du auch, glaube ich, selber wohl. Da geht schon ein bisschen die Muffe. Na komm, damit ich alles probiert habe, breche ich mir mal ein Stückchen ab. Das riecht schlimmer, als es schmeckt. Echt? Doch. Krabbenchips, finde ich. Ja. Ein bisschen fester in der Konsistenz als die man hier kriegt, aber. Ich mag Krabbenchips. Die mag ich, die sind so lecker. Guck mal, ja, ich dachte jetzt auch, da kommt was Schlimmes auf uns zu. Kann natürlich daran liegen, dass es
Halt wegen der Verpackung, weil das ja alles einzeln verpackt ist. Die übrigens umweltfreundlichste Verpackung der Welt. Ach, guck mal, jetzt sehe ich zum ersten Mal was, was man entziffern kann. Fried Potato. Sehr gut. Zum ersten Mal wissen wir, was drin ist. Das heißt, das können wir uns erstmal sparen. Die habe ich gestern schon probiert. Die kannst du gerne alle probieren. Die sind gar nicht mal schlecht. Die habe ich gestern schon probiert. Vor allem, die können wir ja sowieso alle Stück für Stück probieren. Das sind so Reiscracker mit einer gewissen Füllung. Also keine Füllung, sondern einfach nur mit ein bisschen Gewürz außenrum. So, dann. Das ist. Oh, ja, Gott, das ist okay. So. Ich versuche mal hier den Mülleimer zu machen. Das snappt direkt so. Ach, shit. Willst du das große oder das kleine? Das ist mir egal. Ich habe die gestern schon probiert. So, von daher. Sehen die so nochmal aus? Ja, das sind einfach nur. Sind die nicht? Da ist einfach nur ein Loch drin. Ja, das ist einfach nur, ich nehme an, so ein Knusperpuff Reis oder so. Mit einem herzhaften Äußeren. Aber auch dieses Gewürz, was da drauf ist. Ja, das ist jetzt diesmal komisch. Ja, so ein bisschen auch süß und ein bisschen salzig irgendwie. Ganz komische Mischung. Ja, die anderen, lass ich mal ganz kurz gucken, wo die noch sind. Ich glaube, das hier ist ganz normal mit Paprika. Das könnte auch Barbecue sein. Nee, Barbecue nee? Haben sie. Barbecue ist das hier, glaube ich. Das ist richtig, das schmeckste. Soll ich mal ganz kurz gucken, ob es das ist. Das ist Barbecue. Oder Paprika, eins von beiden. Also, diese Dinger, die sind eigentlich gar nicht mal so schlecht. Kannst du nur nicht so viele von essen, finde ich. Ja, das ist Dingsbums. Das ist Paprika. Das schmeckt gar nicht mal so schlecht. Habe ich gestern schon probiert. Also, ist das nichts Großartiges, Besonderes? Ich muss das da unbedingt mit diesen künstlichen Gewürzen nicht drauf haben. Da. Okay. Die gibt's doch bei uns auch hier. Wie heißen die denn, diese? Achso, jetzt weiß ich, wie ich das vergleichen kann. Kennt ihr die Käsebällchen? Genau die gleiche Konsistenz mit verschiedenen Gewürzpulvergeschmackern. Dann würde ich sagen, das hier ist eigentlich das Gleiche, nur das. Dann lass es eingepackt. Die großen. Dann lassen wir die erstmal weg. Hier ist auch noch so eins. Das sieht einfach nur aus, als wenn das Jahre alt wäre. Das sind alles so welche. Von denen waren sehr viele drin, ja, das stimmt. Von denen habe ich. Das sind alles die gleichen Reiswaffeln. Ich habe nämlich die Farben gestern alle schon mal verteilt und gegessen und probiert. Und es ist einfach nur anderes Gewürz, genau. Dementsprechend gucken wir mal. Noch so eins. Ja, die sind relativ gleich. Also legen wir das Unspektakuläre mal weg. So, hier kann man doch auch schon wieder. Ach doch, Bitterschokolade. Guck mal, auf manchen Dingen steht sogar was drauf. Sagen wir es mal so, ich weiß, wie japanische Schokolade ist und es wird interessant. Echt? Ja, die haben keine Ahnung von Schokolade. Es ist nicht so schlimm, aber es ist jetzt. Sieht eher aus wie ein Kuchen. Jetzt mal hier, dass nichts auf den Boden anfällt. Das stimmt, ja. Das sind auch sogar wieder zwei Kekschen. So. Fujima Home Pie. Okay, Bitterschokolade. Ein Heimkuchen. Würde sagen. Naja, also Kuchen ist nicht. Das ist total hart. Das ist ein Keks. Das ist ein Keks, ja. Riecht aber auch gut schokoladig. Schmeckt auch gar nicht schlecht, finde ich. Schmeckt jetzt nicht so schokoladig, aber so zum Käffchen. Weißt du, die Kekse immer, die man dabei legt? Das stimmt, legt? Ja. Das ist okay. Ja. Na, ich bin positiv überrascht. Kann man machen. Ich denke mal, ich müsste mir die Haare kämmen, weil meine Haare schlimm aussehen. Dabei ist es der Kopfhörer, der die Haare so verunstaltet. Och, du Alarm. Wasabi-Pilzchen oder was? Oh. Das kann interessant werden. Oh je. Wasabi, Spice und Natural, Green Peas. Dainty for Beer, Whisky und Bourbon. Ja? Steht hier drauf. Steht sogar auf Englisch. Die werden wir nicht essen. Weil Wasabi-Körnchen sehr scharf sind. Sollen wir die dazu zu dem Getränk essen oder was zu dem Am Alkohol? Besten, ja. Ach, wahrscheinlich. Ist nicht wahr. Hätte ich das gewusst, hätte ich hier ein paar. Hätte ich einen Whisky mitgebracht. Whisky habe ich hier stehen. Ne, komm, dann probieren wir das zum Schluss mit einem Whisky. Okay, probieren wir es mal. Ja? Lustig. Alles klar. Was hast du da? Ich glaube, das sieht aus.
Das sind auch so feste Pastillchen. Ich nehme an, das sind diese, wie diese Traubenzucker-Dinger, die wir letztes Mal schon hatten. Ich hatte ja welche, die haben ganz normal Traubenzucker gehabt in so einer komischen Sodaflasche. Gerade eben gestaubsaugt. Das kann ich nachher nochmal machen. Ja, ist ne? Egal. Das war nicht so schlau. Ich wollte eigentlich mein Zimmer mal ein bisschen sauber haben, nicht, dass du falsch von mir denkst. Aber dann habe ich mir gedacht, ach komm. Dann hatte ich aber den Staubsauger schon in der Hand und habe mir gedacht, komm, drauf geschissen, jetzt ziehst du es durch, sonst machst du es eh nicht mehr. Ja. Jetzt kann ich es nochmal machen. Also tatsächlich könnte das so traubenzuckermäßig sein. Ja, lass mich die Packung ein bisschen aufschneiden. Ich nehme an, das ist wie dieses Soda-Zeug. Musst du aufpassen, dass es irgendwie dieser Traubenzucker, der auch so leicht ist, der löst sich sehr schnell auf im Mund. Ich hatte die das letzte Mal ohne Geschmack und die gehen einfach, ja. Die schmelzen sofort im Mund. Sofort. Der ist nicht, ist nicht ganz so gepresst. Die mit Geschmack, also mit Traube, sind gar nicht mal so schlecht. Geil. Die sind genauso wie Dextro Energy. Nur halt, dass die sich schneller auflösen. Die sind nicht ganz so stark, der Traubenzucker hier ist nicht ganz so stark gepresst. Doch, finde ich auch sehr lecker. Die ich letztens hatte, waren ohne Geschmack. Dementsprechend haben die irgendwie nicht so geil geschmeckt. Aber die mit Traube sind durchaus in Ordnung. Kann man sich mal gönnen. Total. Jetzt habe ich hier was ganz Ekliges gefunden, was du auch nur ganz alleine probierst. Das, man kann es so durch die Packung gar nicht sehen. Dass ich nehme an, das ist so ein getrockneter. Das wie ist so eine Pflaume. Nee, wie so, wie heißt Datteln? Wie wenn du so eine Dattel zerquetscht, so hat das die Konsistenz. Und es sieht auch irgendwie ganz seltsam aus. Ja, 21.06. Ah, nee, das ist ja hier andersrum, genau. Hier steht jetzt 21.6.10, ist aber genau andersrum, 10.06.2021. Mhm. Das japanische Verfallsdatum richtet sich nach einem, nach dem internationalen Gesetz. Das bedeutet, zuerst kommt das Jahr, dann der Monat und dann der Tag. Ja gut, dass die jetzt abgelaufene Sachen schicken, das glaube ich nicht. Oder? Nee, das ist wirklich, das riecht wirklich wie so eine, ich glaube, das ist eine getrocknete Aprikose. Riecht auch so. Hast du mal gezeigt? Trockenobst. Ja, ja, ganz seltsam. Man, ja. Sieht aus einfach wie so ein Stück. Ja, ist nichts. Das ist eine getrocknete Frucht, aber die hat eine ganz komische. Die Frucht selbst ist nicht das Problem, sondern das außenrum, als hätten die da eine Glasur drauf gemacht. Ich weiß nicht, ob das am Plastik liegt. Ob das am Plastik liegt oder nicht. Ist ganz scharf im Angang. So sehr, so leicht salzig wie diese ekelhaften Salzbonbons. Ich mag die überhaupt nicht. Die versauen dir den kompletten Geschmack. Magst du was trinken? Bestimmt gleich. Das hier sieht auch wie was Fleischiges aus. Könnte was Fischiges sein. Fischig, uff. Bin mir nicht gescheuert. Ja, machen wir es mal auf, probieren wir es mal. Ich steht da irgendwas immer erst drauf? Überall so rum. Ja, das riecht wie Fischfutter. Uff. Niemals. Gönn dir. Oh, der Konsistenz ist. Wow. Sehr hart. Habt ihr schon mal an Fischfutter gerochen? Genauso schmeckt das. Ach, warum machen die denn sowas? Das würde ich meinem Hund vielleicht geben oder meiner Katze. Die hätten damit Spaß. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, okay, dann ganz schnell nach was Fischigem direkt wieder was. Obwohl, wenn du es eine Zeit lang im Mund hast. Dann gewöhnt man sich dran, oder wie? Dann hast du einen leichten Fischgeschmack im Mund, der gar nicht mal so schlecht ist. So, dann probieren wir einfach mal als nächstes etwas, von dem ich denke, dass das wieder süß sein könnte. Hier diese Perlchen. Ich nehme an, das sind wie diese Milky Candy Chibi Dingsbums, die ich mir damals letztens geholt hatte. Die auch sehr gut waren. Melde ich mir auf jeden Fall nochmal ein paar bestellen. Diese Milch Candy Bonbons. Ui, jetzt habe ich drei rosane. Nimm dir mal eins, weil ich denke, dass das vielleicht auch verschiedene Geschmäcker haben könnte. Sehr fest. Das fühlt sich am Anfang so an, als würde man. Aber auch nur reiner Zucker. Das fühlt sich am Anfang an, als hätte man Glas im Mund. Ich habe Angst, das zu zerkauen, in der Hoffnung, dass da vielleicht ein Stück Zahn mitkommt. Nee, ist nur die Hülle. Ist nur die Hülle, die so stark ist. Wenn die durchgelutscht ist. Geht. Muss ich halt, jetzt auch nicht unbedingt ist, haben. Ist halt Zuckerbonbon ohne Geschmack. So das ist halt. Ja.
sowas Kleines, was wir den Kindern, das würde ich schon mal meinem Sohn geben, so als klein, also meinem Kind auf zum Schnuckeln. Jetzt habe ich hier wieder was Interessantes, aber irgendwie will ich das gerne probieren. Dieser Teddy da drin, das kann ist auch ein Schwein sein. Oder Schwein. Ist wie so, nee, doch, ist ein Teddy. Guck mal, hier vorne ist auch ein Teddy drauf. Ist wie so ein Gelee ein bisschen. So ein Gelee, soll ich es aufmachen oder ja, willst du? Ja, gönn dir. Warum nicht? Ich muss immer das Schlimme machen und das, was harmlos und lecker aussieht. Ja. Typisch Frauen. Das ist immer so. Die Männer müssen immer vorgehen und das Schlimme ausprobieren. Ist alles gut? Lebst du noch? Ja, mir geht's super. Ah, super, wunderbar. Und dann sind wir Männer mal ehrlich, stehen wir doch hinterher. Das ist so ein Gelee-Dingsbums. Götterspeise könnte das sein. Och, du Zeit. Ich versuche das irgendwie mal. Boah, das klebt so stark an der Verpackung. Ja, das klebt. Das klebt ein kleines... Ist das ein Schweinchen oder... Das ist ein Bärchen. Bärchen. Brauchst nicht teilen, ich will das nicht. Oder willst du einfach nur ein Stückchen probieren? Oh, ist das lecker. Das kriegst du nicht. Das schmeckt richtig geil fruchtig. Kennt ihr diese Saftbonbons, die ihr aus der Apotheke bekommt, die richtig saftig schmecken? Ah, ja. Richtig weiche, saftige Gummibärchen. Und nur halt so ein bisschen Gelee-artig. Das schmeckt richtig geil. Also davon würde ich mir schon echt eine ganze Packung bestellen von dem Zeug. So wie ich hier von dem anderen. Oh, so, dann schau lecker. Jetzt haben wir hier ein Schweinchen. Und hier, es hört sich an, als ob hier auch sowas wie ganz mini Pastillen drin sind. Das ist die Frage. Jetzt hier einfach. Guck mal. Das sind, kann man jetzt so gar nicht. Versuch's mal so ein bisschen zu. Ja, keine Ahnung. Schütz mir aber auf die Hand und dann sieht das. Das sieht ja aus wie. Ich schütz mal mir auf die Hand. Ja, mach das. Das sieht ja aus wie hier zum Schießen. Diese Soft. Oh, stimmt. Ja. Beim Straßenmarkt oder bei der Kirmes hatte man denkst das an der Schießbude immer. Das ist was zum Essen, Hammer. Die Dinger? Klar, warum nicht? Das sind wie diese Liebeskugel, Liebes... Der Geschmack, der da aber jetzt nachkommt. Lecker. Liebesperlen heißen die. Ja, ich weiß, es gibt Liebeskugeln. Durch mein krankes Internet weiß ich da Bescheid, aber nein, diese Liebesperlen. Kettchen, wo die das ist, immer dran. Nee, das nicht, das ist was anderes. Das ist diese soll ich jetzt alle essen oder was soll ich denen tun? Wir können mal wieder hier rein tun. Diese Dinger, die es in Nuki-Flaschen gibt, in diesen Babyflaschen, die heißen Liebesperlen, das andere sind Liebeskugeln, also von daher, es gibt durchaus ein paar Leute, die da immer an das eine denken. Boah, aber das ist mir echt irgendwie eine anstrengende Süßigkeit. Überleg mal, du hast echt ein kleines Kind und gibst denn das? Also zum einen sollte man das einem allzu kleinen Kind ohnehin nicht geben. Ich glaube, das sind auch eher so Geschenkpräsenz für ältere Leute. Ich kenne das jetzt auch nicht so, dass es in diesen kleinen Verpackungen oder so geliefert wird, sondern eher in so Behältern oder so. Ich hatte sowas mal mit Minz-Peach-Basis, das war eigentlich auch ganz lecker, aber die waren in so einer Tic-Tac-Verpackung drin. Ja, stimmt, das wäre vielleicht praktischer. Weil, also vom Geschmack her okay. Vom Geschmack her sind die gar nicht mal schlecht, die sind lecker. Ja, aber in so einer Verpackung, allein deswegen würde ich es mir dann schon nicht holen. So. Okay, dann probieren wir mal wieder etwas, von dem ich denke, dass es salzig sein könnte. Sieht jetzt aus wie hier diese Fertignudeln? Weiß gar nicht, wie die heißen. Diese Asia-Snack? Diese Instant-Nudeln. Genau. Ich weiß nicht, ob ich die mal probieren will. Der gleiche Händler verkauft die nämlich auch. Nur schütte ich mir auch mal so ein paar hier so. Da weiß man halt nie so genau, ist es jetzt wirklich fleischfrei oder ist das nicht fleischfrei? Vor allem mit einem Schwein auf der Packung. So, es riecht so nach Pommes-Sticks, nur in klein. Ja, doch, aber... Ja, so ein bisschen... Schweinisch. ob das geröstete Schweineborsten sind? Dieser Blick! Nee, ich nehme an, das wird irgendwie... Das ist was Kartoffeliges oder Maisiges, würde ich sagen. Ja, mit Schweine... Bacon-Geschmack oder was das darstellen soll. Ja, es kann sein, dass das, glaube ich, in Baconöl geröstet wurde oder so. Mhm. Schmeckt nicht schlecht. Ist okay. Ist mir jetzt komisch irgendwie.
Es schmeckt nicht. Das Problem ist, das ist halt ein leichter Geschmack. Mir sind ja nur diese richtigen Geschmäcker gewöhnt. Also wenn du halt so ein, wenn du, ich liebe halt Bacon und Ei morgens und dann habe ich halt einen richtig festen Geschmack im Mund, was das angeht, wenn ich da meine Bacon fertig Boah. habe, der Ja, immer. so ist das natürlich Das ist geil. halt sehr, sehr dezent. Und dementsprechend wirkt das leicht befremdlich. Ah, ist okay. So, hier haben wir jetzt wieder was. Healthy Club steht auf jeden Fall drauf. Mehr kann ich nicht entziffern. Ist auch offensichtlich wieder irgendwie so ein. Blaubeere, irgendwas Süßes. Ja, ob Mir irgendwie gefällt so. eigentlich so der Mix zwischen süß und Oh. herzhaft. Ah, das wird so eine Waffel sein. Oh, das riecht aber. Ja, Blaubeere riecht immer ziemlich stark. Sehr Von gut. daher. Und Jesus brach das Brot und die Jessie brach Mmh, die das Waffel. riecht mega. Auf jeden Fall schon mal. Genau, ich teile das jetzt mit. Ja, sehr starker, penetranter Blaubeergeruch. Aber im Geschmack nicht so stark. Nö, Lecker. ist in Ordnung. Das ist wie diese ganz normalen Waffeln. Bei uns gibt es in der Regel nur mit Vanille. Und hier gibt es die mit Blaubeere. Ist das eine Marktlücke? Warum gibt es die nicht hier? Ich würde die mir auf jeden Fall kaufen. Kann man zwar nicht zum Kaffee essen, aber zum Fruchteis. Das wäre geil. Jetzt so ein Doch, das war jetzt echt lecker. Zitroneneis dazu. Oh, ich habe ja so Bock auf. Im Lidl gab es die Dinger mal. Dieses Sorbet am Stiel. Das Oh, hier so lecker. haben wir auch zwei von. Scheint wie so ein Lutschbonbon zu sein. Auf jeden Fall sehr fest. Deswegen würde ich sagen, heben wir uns das jetzt auch auf. Oder bevor wir jetzt hier eine halbe Ja, Stunde lang. genau. Bevor Lassen wir die wir. ganze halbe Stunde jetzt hier. Wir sind ja schon eine halbe Stunde dran. So, dann haben Aber. wir hier was Schokoladiges wieder. Meiji. Das klingt doch schon mal interessant. Das sind sogar zwei Stückchen. Als hätten sie es gewusst. Ja, riecht auf jeden Fall und sieht wie ganz normale dunkle Schokolade aus. Ja. Obwohl ich weiß, chinesische Schokolade ist nicht ganz so stark im Geschmack. Aber. Sie ist nicht ganz Vollmilch. Da steht Vollmilch drauf, aber. Aber. Ach nee, steht gar nicht Milchschokolade. Milchschokolade. Ist es okay. Ja, Kann man jetzt nicht großartig erklären, also kriegst du hier auch. also wenn man wirklich Schokomangel hat, dann geht das schon mal. Ja. Lass uns doch mal diese Hasendrops probieren. Diese? Ja. Das sind Die hier. Elefantendrops. An die Form erinnere ich mich. Und zwar, meine Mutter hatte ja drei Hasen gehabt. Davon sind zwei schon gestorben. Der andere ist wahrscheinlich mit dran. Die hatte diese Dinger. Diese Drops waren so Vitamindrops, die hat sie damals im Kaufland immer geholt. Und wenn du die eine Zeit lang in der Hand hattest, ich habe damit nämlich immer die Hasen so gefüttert, die haben wir dann aus der Hand gefressen. Und diesbezüglich waren die eigentlich, die waren halt sehr vanillemäßig und die sahen halt genau aus wie die Dinger. Nur das ist halt irgendwie sowas zum Knuspern und wahrscheinlich kein Tierfutter, Hoffen wirst Obwohl ich mir bei manchen Sticks bin ich mir da nicht so sicher, ob das vielleicht nicht doch Tierfutter ist. Aber das ist süß. Echt? Das sind süße Waffeln, die sich ziemlich schnell auflösen. Ja. Kennt ihr wenn ihr in der Eisdiele seid oder so und euch ein Amaretto bestellt, da ist doch immer so ein kleines Zuckerdingsbums mit drin. Das schmeckt so ähnlich, nur als hätten sie da noch ein bisschen Keksteig mit reingemacht. Keksteig mit Zucker, der sich dann aber auflöst. Ist nicht ganz so süß, dass man sagen könnte, das ist jetzt so eine schöne Kaffee-Keks-Spezialität. Ist aber auch zu süß, um zu sagen, dass es eigentlich irgendwie so ein. So ein Knusper-Snack ist, also es ist eine. Ich habe da jetzt echt was Salziges erwartet. Ich auch. Das löst sich auch ultra schnell auf. Also ich habe so das Gefühl, im Mund löst sich das so schneller auf als eine Brausetablette im Wasser. Dementsprechend Kann man mal machen, ja. ist okay. Es hat jetzt eine ganz komische Konsistenz, wenn sie es aufgelöst hat, so mehlig, so leicht. Aber ansonsten ist es eigentlich akzeptabel. Also ist jetzt nicht so eklig oder so, dass ich sagen würde, yo, Braume nicht unbedingt. Es ist aber ganz nett.
So, jetzt könnten wir eigentlich mal wieder was Ekliges rausholen. Ja, genau. Ich versuche halt, als die wirklich interessanten Sachen bis zum Schluss aufzuheben. Jetzt probieren wir mal die Zunge, sage ich jetzt mal. Das, was drauf abgebildet ist, sieht auf jeden Fall schon mal aus wie eine Zunge. Ja, also gut. Sieht aus wie eine abgebildete Schweinezunge. Und das drin? Ach, das ist doch sowas. Sowas Ähnliches nur. Ach, wie du eben hattest, sowas Fischi-Mischi-mäßiges. Ich nehme an, das wird das Gleiche sein. Oh Mann. Den feinen Geschmack werde ich wahrscheinlich nicht rausschmecken können. Ist knusprig, also. Ja. Oh, nee. Ich nehme an, das ist ganz dünn getrockneter Fisch. Mit Soja irgendwas, oder? Ja, so Sojafisch. Dein Gesicht unbezahlbar. Oh, ach du liebe Zeit. Ja, jetzt brauche ich was zu trinken. Ach du Alarm. Boah. Aber gut, es gibt Leute, das ist ja... Weißt du, an was mich das jetzt im Nachhinein erinnert? Warte mal, wie heißen denn bei uns diese... diese getrockneten Fleischstreifen. Beef Jerky. Beef Jerk, genau, nur eben in Fischversion. Ja, das könnte hinkommen. Also von der Beef Jerky ist sehr geil. Ja, ist. Auf alle Fälle. Aber von der Konsistenz her so kann man sich... Ja, das könnte so ganz leicht, ganz dünner Trockenfisch sein. Ich glaube auch, dass der wesentlich nicht ganz so stark eklig riecht, wenn der nicht in dieser Plastikverpackung ist. Nee, der Geschmack war... Weil der... Ja, der Geschmack ist halt... Der Abgang geht, würde ich sagen, aber ansonsten, Ich nehme an, das ist irgend so ein Soja-Gebäck mit Sojasauce. Das sieht auch schon so aus. Um unsere Geschmacksknospen jetzt richtig zu kaputt zu machen. Das ist okay, das riecht gar nicht mal schlecht. Ach, guck mal, das sieht ja aus wie Brezeln, sag mal her. Auch mit Vorsicht genießen. Ein bisschen scharf und der Sojageschmack ist sehr penetrant. Das sind jetzt aber keine Würmer oder so, ne? Nee, das ist schon was Knuspriges. Ich nehme an, das ist auch so ein Kartoffel-Mais-Snack. Aber der Sojageschmack ist mir zu penetrant und ist ein bisschen feurig. Geil, das finde ich jetzt wieder mega. Ich finde das grausam. Dann gib mir mal noch eins. Kannst die Packung haben, bitteschön. Die lasse ich hier liegen, falls wieder was Ekliges kommt. Das stimmt, den ekelhaften Geschmack tötet es direkt ab. Er ist nicht so meins. Geil, doch, ich finde das mega. Aber ja, kannst mal sehen, wie unterschiedlich die Geschmäcker sind. Jetzt wollen wir nochmal was Ekliges machen und dann können wir mit Süßkram wieder... Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das schmecken wird. Das ist auch wieder was Fischiges. Was haben wir denn hier? Ja. Akiba King Seafood. AkibaKing.com. Also nehme ich an, dass da auch viel Fisch mit dabei ist und der verkauft auch Instant-Nudeln, Akiba King Nudelcups. Also wenn ihr da was bestellen wollt, vielleicht macht das. Als ich mir das bei Amazon bestellt habe, war ein paar Tage danach die Lieferung zwar unterwegs, aber das Produkt nicht mehr verfügbar. Also das ist jetzt angenehm. Also ich mag ja Fisch an sich. Ich auch, aber also... Also im Vergleich mit dem anderen, das riecht jetzt wirklich wie dieses... wir hatten in der Schule diese Guppies, diese kleinen Fische. Kennst du die? Ich weiß nicht, ob wir die in der Grundschule hatten, wir die immer so bis zur 5. Klasse ungefähr. Wir hatten noch welche in der 5. Klasse. Und dementsprechend hatten wir denen immer dieses ganz flache, papiermäßige Flockenfutter gegeben. Ah, ja. Und genauso riecht das. Wenn du da die Dose aufgemacht nicht hast, so appetitlich, oder? Ich weiß nicht, also ich habe da mal immer ein bisschen was probiert. So schlimm fand ich es nicht. Das ist ein ganz... ein trockener wäre es besser, aber... So im Abgeschmack. Ist ein ganz leichter... Das schmeckt eine lange Zeit nach gar nichts und dann ganz leicht nach Fisch. Aber wirklich nur ganz wenig. Also nichts im Vergleich zu diesen anderen Lappen. Das ist okay. Ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt mein Favoriten-Snack, aber ist jetzt nicht so ein schlechter Snack. So mit einem ganz leichten, fischigen Geschmack ist das vollkommen in Ordnung.
Ich hoffe, wir gehen heute Abend nicht aus oder so mit, wenn wir die ganze Zeit Fischsachen benutzen, dann. Oh. Also ich will jetzt keine fremden Frauen treffen, jetzt nach. Da sagst du Hallo oder die Maske. Stimmt, wir müssen ja mit Maske rausgehen. Also ich bin noch am Überlegen wegen Geschmack. Also ich finde, vielleicht, wenn man das mit irgendwas kombiniert, okay, aber jetzt einfach einfach so. Also einfach so essen würde ich. Wenn, ich würde sagen, wenn du so eine Art sowieso schon Fischgericht oder so hast und was zum Garnieren brauchst. Wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, wer kennt es nicht, Reis oder Kartoffelbrei mit so Fischfilet und 5 Liter Remouladensoße drauf. Da kann man das zum Garnieren eigentlich ziemlich gut sein. Also es ist, ich glaube, das ist auch eher nicht so ein Snack, den man so isst. Das ist eher was zum Garnieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel kochen würde für jemand anderes und halt was Fischiges machen würde, würde ich das durchaus so an den Tellerrand legen und ein bisschen was Schönes machen. In Japan ist es ja üblich, dass Speisen wirklich schön gemacht werden. Da kommen ja auch übrigens, gibt es ja auch diese Shinshan Kack-Dingsbums. Aber wie heißen die, diese Kuchen, diese Kackkuchen? Kackkuchen? Ja, ist wirklich so. Also die heißen nicht so, aber es ist wirklich so. Da hast du dann so einen kleinen Shinshan. Shinshan kennst du, oder? Nee. Es ist so ein kleiner 5-jähriger Bub, der immer mit seinem Po wackelt und seine Mutter halt immer ärgert. Ja. Und der streckt dir dann in dem Kuchen den Arsch hin. Das hast du mir ja beim letzten Mal erzählt. Und wenn, wenn du dann halt da drauf drückst, kommt halt die Schokosoße oder so halt genau aus der Po-Loch raus. Und das sind halt immer diese lustigen Gimmicks. Hier in Deutschland kannst du sowas überhaupt nicht bringen. Wir sind viel zu spießig, was das angeht. Dementsprechend, jo. Ich gebe dir mal auch was ganz Interessantes. Das sieht einfach nur aus wie ein Stück Butter. Das ist auch luftig verpackt, scheint auch massiv zu sein. Hm, vielleicht ist das ranzige Milch. Naja, guck mal, ist ja schon. Das könnte entweder was Weiches sein. Oh je, wie soll ich denn das aufkriegen? Schneiden, ha? Nee, das geht hier. Ah. Das geht hier auf. Okay. Das werde ich nicht probieren. Nee. Das riecht nach Käse. Wow. Oh, du hast recht. Ja klar, deswegen auch die Kuh da drauf, ha? Ja, aber ich mag überhaupt keinen Käse und irgendwie. Es riecht normal nach normalem Käse. Also wenn du das probieren willst, kannst du es machen. Ich mag halt generell keinen Käse. Oder naja, jetzt hast du so oft angetatscht, jetzt will ich das auch nicht mal probieren. Ich probiere es nur ganz, ganz wenig. Aber nee, muss ich auch nicht so unbedingt haben, so einen komischen Käsestick. Schmeckt nach gar nichts. Ist einfach ein Stück Butterkäse. Vielleicht in Kombi mit dem Fischdinger. Nee, auch nicht. Ich weiß nicht, das ist einfach so ein kleiner Käsesnack. Für einen Cracker oder so, super, aber ansonsten musst du noch mal an den Mülleimer oder. Guck mal, das ist, das kannst du dir auch wieder gönnen. Oh Gott. Warum soll ich das essen? Ich kann es auch essen. Ich dachte halt nur, du bist so gut im Erklären. Es ist einfach Übung. Es ist Übung mittlerweile. Da kam jetzt irgendwas raus, was. Auch Müll? Ja, ja, alles Müll, was ich dir gebe, kann einfach in den Müll. Okay. Also ich würde die jetzt so nicht essen, aber die lassen wir trotzdem mal hier liegen. Das hier, das Interessante ist, eigentlich dachte ich auch erst, das wäre so draufgedruckt, weil das aussieht wie so ein kleines Küken, aber ich nehme an, das ist einfach nur so ein Eierplätzchen oder so ein Plätzchen mit irgendwie einer Zitrusfüllung. Ja. Der Schnabel, die Augen und die Locke da oben sind auf der Verpackung drauf. Das bedeutet, der Keks ist einfach nur so ein gelbes Dingsbums. Könnte aber auch einfach nur wieder rein Zucker sein. In Verbindung mit einem Cracker. Ist okay. Ist okay. Ja, ist genau das. Cracker in der Mitte, dieser Zucker, den wir eben schon mal hatten, wie diese. Die Glasur von dem Ding ist ein bisschen knackig. War ganz gut, um die Zunge mal ein bisschen zu beruhigen. Das finde ich doch interessant. Hier haben wir wieder. Schokolade mit Erdbeerwohl. Fühlt sich im Moment noch so an, als ob eine Praline hier rauskommen könnte. Und ich glaube, ich habe sogar recht. Ach, sieht aus wie so eine Schokette. Heißen die so? Schoketten? Ja, Rittersport mit. Mit Füllung einmal. Mit Erdbeerfüllung. Okay. Ich bin der Pechvogel, ich krieg das ganz Schlimme. Wir haben gar nicht mehr so viel. Ja doch, wir haben noch das große Zeug hier drin. Hier haben wir wieder so einen komischen Cracker mit Nuss. Wahrscheinlich ist das der gleiche Cracker, den ich eben hatte, nur mit Nuss, mit einer Mandel drauf.
Ich weiß nicht, warum die die einzeln verpacken. Also ich würde die in der Dose kaufen vielleicht. Oder selber backen. Wenn man mit der Oma oder mit der Mutti mal wieder Plätzchen macht. Aber wir haben riecht ja komisch. Auch nur ein Probierpaket. Vielleicht sind die ja auch eigentlich anders verpackt. Musst du mal dran schnuppern? Auch irgendwie wieder so Hundeleckerli-mäßig irgendwie. Ja, ich habe da aber das Gefühl, dass das vielleicht daran liegt, dass die so verpackt sind, weil sieht jetzt nicht so, fühlt sich auch. Naja, das unten könnte auch schon wieder salzig sein. Die haben da immer ganz komische ne? Ja, ganz komische Geschichten machen die da. Der Keks ist das. Der ist auch scharf. Ein bisschen. Schmeckt nicht. Das war. Hier ist wieder so ein Fischzungenteil. Weiß nicht, ob du das überhaupt auspacken willst, aber. Nee, komm. Die waren so ekelhaft. Also ich gehe zumindest stark davon aus, dass es Fisch ist. Ach, guck mal, das ist ja süß verpackt. Hier einfach so ein Stück Schokolade. Muss man jetzt. Ist so, die nehme ich aber. Ja, die. Die letzte Schokolade hast du. Ich brauche also meinen. Jo, ist wirklich so eine einzeln verpackte Schokopraline. Bin mal gespannt, was drin ist. Da ist eine Musiknote drauf. Glaubst nichts drin, hm? Nö. Nee. Ist einfach. Ja, ich würde auch sagen, das ist. Also mal eine Milchschokolade, wie eben das. Ist mal ganz gut. Weil ich das ganze eklige Zeug hatte. ja, hier ist doch auch wieder so. Ich würde mal raten, dass es scharf ist. Hier kannst du ja mal auspacken, wenn die Kamera halten, aber es ist auch einfach irgendwie so ein Cracker. Das ist so ein Maiscracker oder so. Dementsprechend, ich weiß nicht. Nee, das riecht genauso, wie die schmecken. Genauso riecht das. Willst du es probieren? Das ist gar nicht so schlimm. Und vielleicht stark im Anfangsgeschmack. Ich weiß gar nicht, wie ich das. Das riecht auf jeden Fall schon mal sehr lecker. Das sieht aus wie dieses, die gibt's von ja, diese Schinkensnacks. Aber gar nicht so knusprig, wie ich jetzt erwartet habe. Ja, das liegt wahrscheinlich, weil die einzelnen in dieser Verpackung drin sind. Da verlieren die an Knusprigkeit. Ich nehme an, das wird irgendwie sowas sein. Diese Dinge hier schmecken übrigens ganz genauso Käsebällchen, nur mit so Oregano oder sowas, nehme ich an. So riechen die auch. Und das hat halt genauso gerochen. Mhm. Von daher weiß ich halt nicht. Ich fand die jetzt nicht so lecker, weil mir der Geschmack einfach zu stark war. Also bei denen hier. Mir hat halt die Konsistenz von diesem Bällchen nicht gefallen. Dementsprechend gucken wir mal. Da hast du dann noch was Schokoladiges, glaube ich, was du probieren kannst hier. Was Schokoladiges. Cocoa Cream. Bonbon Cocoa Cream. Die Verpackung ist cool. Das sind wahrscheinlich auch so zwei kleine Mini-Wunderbälle oder so. Das sind zwei coolen und auf der Verpackung ist einfach die Geisha drauf. Das gefällt mir persönlich ganz gut, weil das hat was Kreatives, finde ich. Ja. So, du denkst, du hast da echt so eine süße Braut in der Hand mit Kinomo an und dem traditionellen Kirschblüten-Dingsbums. Auch hinten, also hier so sieht die Verpackung vorne aus. So sieht die Verpackung hinten aus, aber eigentlich das ist auch was Festes. Ich nehme an, das werden auch so Lutschbonbons oder Kaugummis sein. Es sind aber wirklich nur zwei Kugeln. Also wenn ich das in die Kamera bewege und bewege, sieht man, dass es nur die Verpackung ist, die den Look ausmacht. Süß. Hat was Interessantes, muss ich sagen. Also so als Beilagen-Gift-Shop oder so kann ich mir den Shop gut vorstellen. Ich finde das ja so süß von der Verpackung, dass ich das nicht mal aufmachen würde. Ich würde mir das irgendwo so hinstellen. Das ist stimmt. Voll nice, also, ne? Ja, das ist so ein Ding, was man so, keine Ahnung, man schenkt seiner Angebeteten so ein Kettchen oder irgendwelche Ohrringe und klebt das einfach da oben drauf, so auf die Geschenkverpackung. Weißt du, was ich meine? Erstmal gekonnt ignoriert. Wunderbar. Achso, das musst du ja wissen, wem du das schenkst. Nee, ich meine halt, dass das eher so ein Gerät ist, was man halt auf die Packung so draufklebt, wo man halt eine Karte oder so auf das Geschenk draufklebt und dann klebt man das so drauf an, dass es halt schön aussieht. Macht das her, ja. Das meinte ich. Das stimmt. Hier ist wieder was. Keine Ahnung, was das sein könnte. Sieht so aus, als ob, oder hört sich so an, als ob da was drin raschelt. Im Hintergrund ist ein Kreuzzeichen drauf. Jack. Ja. Gucken wir mal. Kriegst du es auf? Ja. Ein bisschen Gewalt anwenden hier. Alles klar.
Das sieht doch auch einfach wieder aus wie so ein Schokolädchen. So ein Schokotäfelchen. Könnte diesmal sogar zartbitter von der. Ja, ist einfach nur so ein kleines Schokotäfelchen als Joker. Ich brech das mal. Ist das große oder das kleine Stück? Ach so, hau ruhig alles rein. Hast doch so wenig Schokolade gehabt. Für was das jetzt da drinne noch mit sein soll, verstehe ich gar nicht. Das hat wahrscheinlich irgendeine Bedeutung. Ich nehme an, Jack kann natürlich auch ein Glücksbringer sein. Ja, oder vielleicht ist das in Japan irgendeine bekannte Kinder-Zeichentrickfigur und das sind irgendwie so Sammelteile. Das ist keine Schokolade. Sondern? Das ist eine kakaohaltige Fettglasur. Okay. Schmeckt nicht ganz so süß, aber das Außenrum vom Magnum-Eis. Mhm, ja. So richtig Schokolade. Es ist schokoladig, aber es ist keine Schokolade. Schmeckt nicht so. Ja. Ja, ich nehme auch an, dass es eher so was Traditionelles ist, was man den Leuten oder so schenkt. Aber ich finde eh hier alles, was jetzt mit Schokolade war, hat nicht so wirklich schokoladig geschmeckt, wie das bei uns ist. Nö, das ist dezente Schokolade, habe ich so das Gefühl. Dass die zergeht auch nicht so, die schmilzt nicht so krass. So, jetzt haben wir hier immer noch einen Schokosnack. Ein Schokosnack. Auch wieder so reiswaffelmäßig. Dann etwas, was für mich wie Schoko aussieht, aber nicht unbedingt welches. Das Ding habe ich jetzt gerade in der Mitte gebrochen. Ich glaube, da kommt jetzt gerade gleich rieselt Zeug raus. Hey, ich habe sogar so eine Hälfte. Das ist im Grunde das, wie die Rice. Wie diese Reiskräcker, die wir eben hatten, nur mit Schokolade. Genau. Eigentlich nichts anderes. Das ist okay. Voll. Also mit Schokolade finde ich die sogar besser als mit diesem herzhaften Überzug. Ja. Boah, davon hätten die noch ein paar reinmachen können. Das war jetzt nice. Ja, der Abgeschmack ist richtig gut. Ja. Das Kaufverhältnis geht eigentlich, weil das Innenleben wirklich so wie Staub zerfällt. Aber die Schokolade rettet das ein bisschen, finde ich. Voll, das fand ich jetzt richtig gut. Das war richtig lecker. Lass mal all die anderen in Schokolade tunken. Ich nehme an, das wird auch so ein Reiskräcker sein, mit der einfach ein Schoko getunkt ist. Wollen wir den aufmachen? Wenn du möchtest. Das Ding irgendwie von Dr. Umleitung an den Heilung beim Feng Shui. Nee, das riecht. Das ist keine Schokolade. Oh, oh. Oh, Gott. Das riecht nach was dir eigentlich. Ich glaube, das ist Soja. Nee, ne? Warum machen die denn sowas? Ich dachte, da kommt jetzt voll der dicke Schokoriegel. Das ist süß. Das riecht nur so. Die Zuckerglasur außenrum schmeckt nach gar nichts. Das ist wirklich nur einfach nur Schoko. Ich weiß nicht, warum das so riecht. Das riecht wirklich so wie Sojasauce. Also es ist Schoko? Es ist keine Schoko, es ist aber auch nicht. Es riecht ganz anders, als es schmeckt. Ich habe jetzt einen ganz anderen Geschmack erwartet. Boah, was ist das denn? Manche sagen, kannst du so null zuordnen oder mit irgendwas vergleichen. Die meinen, das ist irgend so ein Reisbrei. Mit karamellisiertem Schoko dran. Das ist. Die Konsistenz gefällt mir komischerweise. Echt? Nee, das war jetzt so. Der davor, der ging ja richtig ab. Aber das. Ist mir jetzt komisch. Ich hätte auch gedacht, das ist Schokolade. Dann habe ich gerochen, dann hatte ich Angst. Hatten wir das nicht gerade eben schon? Guck mal, das gibt's auch zweimal. Ja, das haben die ziemlich häufig rein. Die das Gleiche. Also schmeckt halt nicht so geil. Ja gut, auf der anderen Seite muss man dazu sagen, laut Bestellung sollten es 40 Snacks sein und das, was da drin war, waren ein paar 50. Ne? Also, oh, also 40 verschiedene und alles, was doppelt war, haben die gar nicht mitgezählt, oder wie? Nö, also ich habe, glaube ich, das waren zwei Päckchen, das eine soll 10 gewesen sein, da waren 15 verschiedene Kleinigkeiten drin und das bei dem anderen sollten 20 sein, das waren auch so 25 oder so. Das war eigentlich gar nicht mal schlecht. Ja, komm, wir probieren mal, bevor die kleinen Sachen drankommen, den Hundeleckerli, der zumindest so aussieht. Er sieht aus wie dieses Pedigree Dentaguard, dieser komische Kauknochen für Hunde, damit die ihre Zähne irgendwie verbessern. Oh, das riecht aber wieder schokoladig. Guck mal, Leute, das sieht absolut aus wie so ein Hundekauknochen. aber riechen tut das ich habe jetzt keine Hunde-Dingsbums, Hundeohren oder so.
wieder voll gut. Ach, da sind ja sogar, kann man glaube ich nicht sehen, aber wie so Schokostückchen noch so mit drin. Siehst du es? Ich weiß nicht, ob das Schokostückchen sind. Das könnte hinkommen. Mhm. Was mir sehr auffällt, dass diese Knabbereien alle diesen Mais-Nachgeschmack haben. Es sind wirklich Mais-Sachen, die da gepufft sind. Wie gesagt, wie diese Käsebällchen, die haben ja diesen ganz komischen Nachgeschmack. Wenn dieses Gewürzpulver da nicht drauf wäre, und das hat mir hier bei allen Sachen so. Ist okay. Aber das finde ich jetzt wieder gut, ja. Bin ich positiv überrascht. Mhm. Aber halt auch nur, ich meine, natürlich war da kein Hundeleckerli drin, aber. Das sieht aber wirklich so aus. Also absolut. Vom Aussehen her hätte ich es meinem Hundi gegeben. Mhm. Und hätte mich dann wahrscheinlich mit ihm darüber gestritten, weil das nämlich so lecker, viel zu lecker für ihn ist. Ja, Justin wird mich deswegen hassen, weil. Jetzt haben wir hier noch drei kleine Sachen. Wieder ein ganz normaler. Ich würde gerne vielleicht. Na gut, wir haben ja noch diese Bonbons. Furuta. Everyone Cookie. Sieht ziemlich nobel aus mit diesem weißen Dingsbums. Sieht aus, als wenn das weiße Schokolade wäre. Oh. Ja, das ist ein Cookie. Ein ganz normaler Cookie. Ja, nix. Oh nein, auch noch ein heller. So Cookies mag ich gar nicht. Nicht? Nur Schoki. Ah, da gibt's doch aber auch. Die gibt's doch auch schon. So viel zum Thema hell. Der ist innen drin dunkler als außen. Es ist eine Hülle. Mhm. Oh, der ist lecker. Mhm, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Der Cookie außen ist nicht ganz so knusprig wie diese gerösteten, die du hier überall kriegst. Die schmecken ein bisschen wie die Cookies hier bei Burger King. Nee, nicht Burger King, bei Subway diese. Mhm. Genau so. Auch von ich glaube, der Konsistenz her, so ein bisschen matschig. Ich glaube, das in der Mitte. Nee, das in der Mitte sind keine Cookies, das in der Mitte. Aber was du nennst, sind diese Brownies. Und die Dinger werden gerne in Cookies reingebaut. In der Mitte war das war eher so mittelschokoladiger Brownie, außenrum ein bisschen Cookie-Teig und das dann leicht gebacken. Das war ganz okay. Lecker. Das sieht doch eher was aus wie Damen, für Damen. Das sieht was aus, was man so einer Frau mit einem Blumenstrauß mitbringt oder so und da irgendwie drin versteckt. Drin versteckt? Bourbon White Cream. Oh je. Kriegt man das überhaupt auf, ohne es zu brechen? Das fühlt sich ziemlich leicht an. Ah! Auch wieder. Das ist sogar zum Teilen, glaube ich. Das sind solche Kekse. Ich kenne die nur. Das sind zwei Stück, die sind sogar zum Teilen gedacht. Ich kenne die Dinger nur mit so einer Vanillecreme-Füllung, die man wirklich in diesen günstigen Packungen da drin hat. In diesen Kekspackungen sind ja auch immer solche vom Aussehen her. Bisschen. Und ja. Aber genau das ist es. Schmeckt gar nicht mal so. Das roch jetzt echt lecker. Aber schmecken tut es eigentlich auch nicht schlecht. Aber ich denke mal, wir haben zu viele andere Sachen noch mit drin gegessen. Also zumindest ich. Ich werde halt auch immer total von den Verpackungen beeinflusst. Und weil die jetzt echt so die schönste war, sag ich mal, dachte ich, hier kommt jetzt auch echt was Nices, aber. Es ist aber sehr dezent. Mhm, absolut. Ich muss auch sagen, die Verpackung passt zu der Form. Weil wirklich, das sieht wirklich aus wie so etwas, was man sich zum Teilen mitnimmt. Ich weiß nicht, ob das so ein Liebespaar-Snack-Dingsbums ist, aber. Daher, dass es zwei Riegel sind, die nicht zusammen sind, weil die in den deutschen günstigen Cookie-Tütchen da sind ja auch solche Riegel drin mit der gleichen Füllung. Nur die sind dann halt in der Mitte mit dem Keks zusammen. Das bedeutet, die musst du erst noch brechen und die kannst du einfach hier so zwei Stück rausnehmen. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was dann entweder Freundinnen oder Pärchen halt mitbringen, um sich irgendwie was Gemeinsames zu essen oder so. In Japan gibt es ja so ganz viel komische Bräuche und alles. Da kann ich mir gut vorstellen, dass das so eine Praline ist, wenn man irgendwie unterwegs ist und einen Nachtisch haben will oder so, dass man das von einem Restaurant kriegt, wenn offensichtlich ist, dass es Paare sind. Da macht man so einen Riegel auf und kann jeder einen rausnehmen und isst den dann halt genüsslich. Das sieht aus wie so Blätterteig. Das ist auch Bourbon Kakaocreme. Sieht auch wieder ganz lecker aus. Ich bin mal gespannt,
Die hatten viele Sachen, die lecker aussahen und dann im Geschmack ein bisschen enttäuschend waren. Ja. Und ein paar Sachen, die skurril aussehen, die im Geschmack dann eine Bombe waren. Also jetzt nicht von lecker her, sondern einfach von der Intensität her. Ich krieg das nicht auf. Wie sollen wir das aufkriegen? So. Ja. Das ist mir... Blättert schon ein bisschen ab. Mm. Es ist, ich nehme an, es ist Blätterteig mit so einer, ja, mit so einer Bonbon, mit so einer Karamell Außenhülle. Ja, schmeckt ja lecker. Nö. Ich nehme an, das kriegst du auch hier. Das ist so so eine leichte Schokocreme, aber die eher nach süß schmeckt, so leichtes Bonbon, wie dieses Krokant. Mit einem normalen Blätterteig. So, wir haben jetzt hier noch, sieht jetzt eigentlich aus wie voller Käsebälle. Jetzt bin ich nur verwirrt, weil da so Kürbisköpfe draus sind. Könnte natürlich auch sein, dass das irgendwie so mit Kürbisgeschmack ist, ne? Soll ich das aufmachen? Ja. Dann haben wir noch, ich zeig nur gerade mal die letzten vier Sachen. Gut. Popcorn. Sieht jetzt nicht ungewöhnlich aus. Nö. Süß oder salzig werden wir dann bemerken. So, dann können wir den Karton eigentlich mal wegmachen. Das hier könnten irgendwelche Pommes-Sticks sein. Ich nehme an, das werden diese, die Dinger dann auch sein. Und darauf das sind so komische Käsebällchen mit so einer Oregano, mit so einer Kräuter, mit so einem Kräuterüberzug. So, Sachen feiere ich ja. Ich habe die schon probiert. Dementsprechend kannst du die gerne komplett probieren. Kannst auch aufmachen, wenn du möchtest. Waren okay. War nicht so mein Geschmack. Riecht wieder etwas süßlich. Auch geil. So, da will ich mal die Käsebällchen aufmachen. Ich habe die halbe, ich habe da von der Tüte waren zwei drin. Ich habe die andere Hälfte in den Mülleimer geschmissen, weil das absolut nicht mein Fall war. Von denen hier oder was? Ja. Oh nein, warum hast du nicht gewartet, bis ich komme? Ja, das ist das Gleiche. Nur ohne Gewürze. Ein bisschen salzig, mehr nicht. Die sind noch ganz in Ordnung. Die würde ich mir gönnen. Boah, ich liebe so Sachen. Ist okay. Dann wollen wir wahrscheinlich das Leckerste haben. Kann man aber auch das USA Fried Potato. Okay, da wollen sie wahrscheinlich einen auf USA machen. Oh, amerikanischer Johnny, haltbar bis 21.05. 12.05.21, Entschuldigung. 21.12.1200. Das kommt ein paar tausend Jahre zu früh. Ich glaube nicht, dass das Ding vor tausend Jahren gemacht wurde. Geil. Ja, das sind ganz einfache Pommes-Sticks. Ach. Riechen auch salzig. Sind wie Mais-Pommes. Also... sind relativ unspektakulär. Schmecken so ein bisschen wie die Pombeeren. Ja, oh. Doch. Pombeeren. Das heißt Pombeeren. Mal. Die sind super. Die sind lecker. Ich habe jetzt so das Würzige gegessen, deswegen schmecken die jetzt für mich erst recht gut, gar nicht. Ja, das ist ganz, ganz leicht gesalzen. Also Pombeeren, nur ein bisschen weniger gesüßt. Ein bisschen weniger gesalzen. Ich liebe ja Pombeeren. Also wenn ich da anfange... Ich mag davon die Ketchup-Version. Ansonsten sind die mir zu lasch. Die Ketchup-Version ist mir zu meh. Ich bin halt so, entweder muss das hier wirklich total gewürzt sein oder super scharf. Wirklich. Okay. Also ich esse so gern scharf, bis ich schon rot anlaufe und aufhören muss. Aber das liebe ich. Deswegen ist mir das wahrscheinlich einfach schon die Geschmacksnerven alle komplett. Die Jungs hier essen auch sehr gerne scharf. Da hatte der Chris jetzt letztens mal eine Wasabi-Creme geholt und die essen wirklich scharf. Die war brutal scharf. Die hat hier die Innereien verbrannt. Man muss auch echt aufpassen. Also wie gesagt, wenn ich zum Chinesen gehe und diese rote Soße drauf habe, ich übertreibe dann auch immer total. Ja, aber das hat mit der roten Soße nichts zu tun. Diese Wasabi-Creme... Ah, das ist noch übler. Da hast du... Die hat dir alles freigebrannt. Du hattest eine halbe Stunde keine Probleme, nichts. Du hast Corona, nimmst diese Wasabi-Brand und probieren erstmal weggebrannt. Weg. Innerliche Desinfektion. Ja, Pommes. Popcorn, Entschuldigung. Sieht auch genauso aus, ganz normal als Popcorn. Süß oder salzig? Salzig. Oh. Leicht salzig. Ich mag dieses leichte Salz nicht. Ja. Ganz normales gesalzenes Popcorn. Da kann man nicht viel falsch machen.
Ich persönlich mag ja bei Popcorn eher das Süße. Aber warum ich so bei Snacks ein bisschen, wenn die so komisch gesalzen sind, doch, geht ab. Hat seinen Grund, warum ich das nicht mag. Ich hatte nämlich mal eine Wette verloren mit einer anderen Jessica. Und da musste ich ein Glas Cola mit einem Esslöffel Salz trinken. Ugh. Ich wusste nicht, wie viel Salz sie reingemacht habe, aber ich habe das Glas weggekippt und danach war mir ein Tag schlecht. Und ich war froh, dass ich keine Natriumvergiftung hatte. Und dementsprechend ist Alarmreaktion, wenn ich sowas in den Mund nehme. Das kann auch sein, warum ich deswegen ein bisschen Anti-Salz. Ja, so ein bisschen vorsichtig aber bin. Aber das hier Salz geht angeht. Doch, das war jetzt nicht so. Nee, das war nicht so schlimm, das geht. Aber ich könnte jetzt nicht, ich könnte das Päckchen nicht fertig essen. Dann mache ich das. Wollen wir die Geisha killen? Es tut mir eigentlich leid, weil die untere Hälfte ist ja wirklich, habe ich ja schon gezeigt, ist ja wirklich pink, so kleidmäßig oben, dass es wirklich weiß, weil die Geishas ja auch wirklich so eine weiße Maske haben. Dementsprechend tut es eigentlich schon echt weh, das Ding aufzumachen. Dann, ja, ist halt die Frage. Entweder ist die Optik wichtiger, weil im Grunde die Perlen, glaube ich, sind echt nichts anderes hoch. Wie das, was wir hier schon haben. Wir probieren es. Das ist eine Verpackung, es ist menschengemacht. Da brauchen wir jetzt nicht großartig. Es kommt aus einer Fabrik. Wenn es jetzt handgemacht wäre, mit Farben, mit allem drum und dran, wenn man das spüren könnte, würde ich sagen, okay. Dann super, aber das kommt aus einer Fabrik. Das ist auch nur wirklich wegen der Figur. Das sind zwei weiße Kügelchen. Wenn ich, willst du eine haben? Ich nehme an. Schmeckt am Anfang nach gar nichts. Klar, die Glasur muss wahrscheinlich erstmal runter. Jetzt werden sie rau. Kannst du es zerkauen. Ist in Schokolade, sag mal. Krass. Wie diese Schokolinsen. Schokolinsen, die sind doch auch außenrum so glasiert und hast in den Schoko. Ja, wie smart ist halt, nur ohne farbliche Geschmacksstoffe. Ja, nicht schlecht. Habe ich halt jetzt voll nicht erwartet. Mhm. So, jetzt haben wir noch zwei Sachen. Einmal diese zwei Erdbeerbonbons, die werden wir zuletzt nehmen. Und diese Tabletten. Das wollen wir uns erstmal LSD reinpfeifen. Ist halt die Frage, ob das Kaugummis oder Tabletten sind. Ja, ich glaube, das sind. Es kann natürlich auch sein, dass das so. Auf einmal auch so Schokolinsen oder so. Schmeckt erstmal nach gar nichts. Ja. Ja. Passt ja. Kannst auch leicht zerkauen. Ist Schokolade drin. Smarties. Das sind asiatische Smarties in so einer Verpackung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich zeige euch das jetzt mal. Nett, dass ihr hier glaubt, wir ziehen uns hier die Dinger rein, sind jetzt süchtig und denken, nö. Oh, Vorsicht. Ja, so scharf ist die Schere nicht. Das hatte meiner Fantasie besser geklappt als gedacht. Beiß doch einmal durch, wenn es nicht zu klein ist. Das sind wirklich diese kleinen Smarties. Sind okay. Ja, das ist halt. Interessant, die Verpackung ist interessant. Aber das war's dann auch schon, weil im Grunde ist das hier so Billigzeug. Ja. Das ist das gleiche, wie wenn du hier in so ein. Smarties. Wie all diese Geschenkartikelläden heißen. Da hast du doch auch hier dann so ein Tablettending für schlechte Laune und Liebeskummer und hast du nicht gesehen, ja, genau. Da ist so auch das Billigste an Schokolade und ja. So und Sachen halt. Das, ja. Die Verpackung gefällt mir ganz gut. Haltbar bis 5.22. Also von daher ist ganz nett. Wenn mal jemand. Ich habe so das Gefühl, dass diese Dinger für Kinder sind, die eigentlich. Mama und Papa, denen ist das weiße so, bisschen so, ich bin so der liebe Onkel, die Jessie ist die böse Mama, schenke meinem Neffen erstmal was Süßes, die Jessie sagt, nee, du kriegst nichts Süßes, und dann sage ich, hier, alles klar, den Stress mit der Alten kannst du mir überlassen, hier gebe ich dir das Zeug, der Kleine weiß, das sind Schokopillen, ich weiß, das sind Schokopillen, und ich sage einfach, das sind ein paar Vitaminpillen, das passt schon, das ist nichts Zuckermäßiges. Hallo, und so können wir die Mutti verarschen. Und so sagen wir einfach, der Arzt hat die verschrieben, das passt schon. Und so kann man seine Eltern verarschen, indem man sagt, okay. Oder man kann seine Lehrer verarschen, indem man sagt, hier, das sind Pillen. Die muss ich halt nehmen. Der Lehrer darf nicht nachfragen. Und dann ziehst du dir einfach die Schokolade rein. Oder wirst vom Lehrer angehalten, weil die doch ziemlich verdächtig nach anderem Material, nach anderer Chemie sind. Und
muss dann aber laufen gelassen werden, nachdem du dann beim Rektor gesessen hast, weil du gezeigt hast, es ist nur Schokolade. Und dann, um Leute zu verarschen, ist das super. Ja, aber für kleine Kinder eigentlich eher nichts. Die können sich ja daran verschlucken. Nee, ich glaube auch nicht, dass es für kleine Kinder ist. Also auf der anderen Seite hier in Deutschland werden auch die Liebesperlen verkauft. Da kannst du dich theoretisch auch dran verschlucken oder an den Tic Tacs. Also ich nehme an, das ist eher so ein sowas für ältere Kinder. Leer. So das ab war lecker. 6 plus. Die waren super. Wow, krass. Sehr. Gut, dann haben wir eigentlich gar nicht mehr so viel. Nö. Diese Wasabi-Nüsse noch, die sind, glaube ich, ultra scharf. Stimmt, die wollten wir ja mit einem Drink. Wir können ja. Ja, da steht halt drauf, ne? Deswegen, ich sehe da null Verbindung hier mit Whisky oder vor Bier und Bourbon. Na, hier steht Wasabi Spice and Natural Green Peas. Genau. Dainty for Beer, Whisky and Bourbon. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Komm, ich mach die einfach auf, wir probieren so ein Ding. Und dann aber mit Whisky auch noch einen? Nee, ich brauche keinen Whisky. Heute nicht. Meine Zunge, mein Magen sind wahrscheinlich genug kaputt. Ist halt die Frage, ob das dann im Geschmack so viel anders ist, wenn die das anbieten damit. Oh oh. Oh oh, genau so ist es nämlich. Ich soll mal bestimmt nicht einfach so einzeln essen. Doch, doch. Doch, doch, ist kein Problem. Hm, da sind einfach nur so grün, also so Pistaziennüsse oder so innen drin. Ist gar nicht mal so scharf. Ich mag ja echt kein Scharf, aber du hast ganz leichtes, du hast ganz leicht den Wasabi-Geschmack drin. Aber wirklich ganz leicht. Also es ist angenehm. Dafür, dass ich überhaupt kein Schaf esse, sind die gar nicht mal so schlimm. Ich hatte jetzt echt... Ich habe zuerst diesen leichten Wasabi-Geschmack im Mund gehabt und habe gesagt, oh, jetzt wird's scharf, aber diese Schärfe kommt einfach nicht. Okay. Das war dieses... Oh, also kannst echt mal eins probieren. Die sind gar nicht so schlimm. Ich esse die ganze Zeit scharf, deswegen... Mhm. Das wird wahrscheinlich ziemlich low für dich gerade, weil du diese Schafdinger isst. Da hast du deine Geschmacksknospen jetzt schon betäubt. Aber... Du erwartest dieses Scharfe, diesen Kick, diesen Punch in die Fresse, den erwartest du einfach, aber der kommt nicht. Mhm. Also ist ziemlich cool, also das ist entspannt. Ja, wir haben jetzt noch diese zwei Erdbeeren-Schokodinger. Die können wir dann zum Abschluss machen. Denkst du, das ist Schoko? Nee, das sind so Lutschpastillen oder so. Lutschdinger, habe ich Schoko gesagt? Mhm. Sorry. Naja, auf jeden Fall, eine Stunde 15. Haben wir jetzt dafür gebraucht, um das zu probieren? Hier unten siehst du die Rekordzeit. Würde ich mir sowas nochmal bestellen? Dasselbe würde ich mir nicht nochmal bestellen, einfach weil zu viel Fischzeug dabei gewesen ist. Das muss nicht sein. Es waren auf jeden Fall ein paar viele interessante Sachen da, wo ich sagen würde, okay, das würde ich mir auch in Deutschland durchaus holen, vor allem das, was wir hier in die Mitte gelegt haben. Das, was links liegt, das sind jetzt eher so die Sachen, die sind okay, aber jetzt nicht die Bombe, aber die Dinger hier, ich weiß nicht, die würde ich vielleicht einer Katze geben, die würde sich da riesig drüber freuen oder Hund oder was weiß ich, aber ich selbst würde die nicht essen. Dementsprechend, ja. Auch wieder so eine Sache, vielleicht in Verbindung mit Crackern oder einem Brot oder was weiß ich, aber jetzt nur so rein, dieses Fischding. Nee. Besoffen als Challenge. Wir mussten das Ding essen, wer es besoffen im Mund behält und den Eimer nicht voll macht, hat gewonnen. Wer den Eimer zuerst voll macht, muss die Runde zahlen. Aber ja, sind schon interessante Sachen dabei auf jeden Fall. Hier dieses Marshmallow-Ding, was wir als allererstes hatten. Oh, das war super. Richtig geil, ne? Das war super. Davon würde ich mir gerne so ein Dingsbums bestellen. Voll. Also, wenn du das irgendwo mal siehst, kannst du mir eine Packung von diesen Erdbeerdingern gleich mal. Die Dinger kenne ich, glaube ich. Die sehen aus wie dieses Minz. Kennt ihr diese Dinger, diese Wick-Dinger? Mm. Diese Kinderbonbons gab es auch. M-Eukal-Hustenbonbons oder so, die ziemlich fruchtig schmecken. Die gab es früher in so einem Dreieck-Ding. So sieht das aus. Und ja, ein Bonbon mit Erdbeergeschmack. Bin mal gespannt, ob die befüllt sind, ob die auch irgend so einen Fruchtkern haben. Mhm, haben sie nicht. Nee. Die haben so einen leichten Kern in der Mitte. Das sind Bonbons, die du fast mit der Zunge am Gaumen zerdrücken kannst. Die Außenhülle ist wirklich fest Bonbon, aber die ist sehr dünn. Schmeckt ganz leicht nach Erdbeere, wirklich ganz leicht nach künstlicher Erdbeere. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber ist okay. Schade, ich dachte, das wäre jetzt so ein schöner, wie diese Herzchen-Milchbonbons. Nicht beim letzten Mal, die waren saulecker, aber die sind, naja,
also wirklich außergewöhnliche Sachen waren jetzt nicht, weil ich habe Buch. Ja, macht nichts. Ich werde sowieso nochmal. Also, wer kein Puffreis und hier diese Maisgeschichten mag, der hat natürlich mit so einer Box ein bisschen abgelost, ne? Und dann kommen noch diese Fischgeschichten dazu. Von den Dingern waren ziemlich viele da. Von diesen Puffmaisdingern. Und wenn du mal bedenkst, dass ich gestern schon 3 Stück davon gegessen habe und wir 2 Stück gegessen haben, war ein bisschen viel. Also man hat es damit echt ein bisschen übertrieben. Was aber mega geil war, ach nee, das war gar nicht sowas. Oh, die waren aber auch nice. Dieser Schokopuffreisriegel, der war okay, ja, der war in Ordnung. Aber gut, wie gesagt, wenn du nicht auf so Mais- und Puffreisgeschichten stehst, dann ist es natürlich ein bisschen doof. Mhm. Jo, also Akiba King. Schmeißt du die direkt weg oder was? Ja, was, wer will die denn essen? Da verschwindet jemand, der erst meine Mutter oder mein Vater nicht alles probieren. Alles klar. Ja. Mami, Papi, Challenge. Probiert einfach mal Corona. Willst du, Kindchen, willst du uns loswerden? Nö. Wie kommst du darauf? Wunderbar. So, ja, diese Kügelchen sind saulecker. Ich mag diese Dinger generell auch, diese, warum bin ich so rot im Gesicht? Vielleicht wegen diesen. Ich bin voll rot geworden bei diesem ganzen Kram. Wegen dem Wasabi. Siehst du, letztendlich dazu trinken müssen. Das hat damit nichts zu tun. Aber hast ja noch eine Packung. Probier das echt mal. Vielleicht macht das ja irgendwas, wenn die das schon dazu schreiben. Ich glaube, das ist einfach irgendwie so eine Empfehlung. So eine. Ich nehme an, das ist so ein. So nach dem Motto, So eine Männerknabberei, wenn dann so die alten Männer mit ihren franzigen Falten, Sackfalten irgendwie vorm Kamin sitzen und drüber diskutieren, wie man die Wirtschaft ankurbeln kann und dann ihren Whisky dann so trinken mit diesem dicken Glas und oh ja, wisst ihr noch damals, mit dem Markt kann es nur bergauf gehen. Oh, und dann essen sie diese Dinger. Ich nehme an, das wird irgendwie sowas dazu sein. So diese reichen Milliardäre. So, diese japanischen Geschäftsmänner, ist ja ganz andere Währung dort. Wenn die da über zig Millionen Yen da so sprechen, wird das wahrscheinlich serviert. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das diese Knabbereien sind, die in Bars für Männer verkauft werden, beziehungsweise wo halt die alten Männer drin sitzen und halt Whisky trinken. Nicht so eine Kneipe wie hier, wo man sein Feierabendbierchen trinkt und fertig. Salz, Stamm und Erdnüsse. Genau, und das ist bei denen wahrscheinlich halt eher so dieses Zeug. Und deswegen schreiben sie es da drauf. Es war interessant. Wir haben gut was weggespachtelt. Ja, ich bin ja noch dabei hier, alles leer zu machen. Ja, gut. Der dicke Mann hat jetzt wieder eine Stufe näher an Diabetes und die komische Frau auch. ansonsten kommentieren, teilen, abonnieren. Ihr kennt ja diesen üblichen Standardspruch. Den muss ich jetzt nicht permanent irgendwie mich in jedem Video wiederholen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, wenn es der Jesse gefallen hat, vielleicht können wir das ein oder andere Video nochmal machen. Müssen ja nicht immer was spachteln. Oh, das fand ich schon mal gut. Nee, aber war nice, auf jeden Fall. So, probier Geschichten. Ja, naja, wollen wir mal schauen, ne? Macht's gut, Leute. Und ich glaube nicht, dass ich das Video heute schon hochgeladen kriege, aber ich werde heute auf jeden Fall gleich nochmal einen Livestream starten. Muss ich erst ja Wochenende. Und dementsprechend, ja, wann es hochkommt, kommt es hoch. Also bis dahin, schönen Abend noch, Tag, Nacht, je nachdem, wann ihr das anseht. Und ja, das war's vom Grafi. Tschüss, ihr Lieben. Dann drücke ich dich.